Aber die, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf unserem The Farmhouse Projekt. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und schaut beim Topspin vorbei. Und wenn euch das Video gefällt, natürlich Like, Abo, ganz klar. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Was findet ihr gut, was findet ihr schlecht, was sollten wir besser machen? Schreibt es in die Kommentare mit rein. Wir werden versuchen, natürlich das zu berücksichtigen. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal hier mit unserem Maisansäen. Heute mal ein bisschen Feldarbeit. Falscher Gang. Es ist. Ja, in der letzten Folge ist ja passiert, was keiner von uns eigentlich erahnt hatte. Da. Ja, der Günther hat einen Unfall gehabt. Und jetzt war im Krankenhaus. Ich weiß nur, dass er jetzt gerade daheim ist. Mal schauen, ob der Gottfried rangeht. Wo ist er denn? Handy-Vibration. Ah, ich habe Handy auf Vibration. Jetzt. Ja? Hallo Gottfried, grüß Günther, aber dich. der, wie geht's dann? Ja, den Umständen entsprechend aus dem Krankenhaus bin ich schon wieder entlassen, aber es klingt noch total. Hast du deine Befüllung noch fertig machen können? Ja, ich habe einen Dünger Asselauer Kinder hinten. Ich weiß nicht, was das war. Sehr gut. Ich muss jetzt gucken. Also ich mache zwar den Landhandel jetzt wieder auf, aber ich glaube, ich werde heute nicht so viel machen. Mach Piano. Eieieiei, das war was. Vor allem hast du mitgekriegt, die wollten den LKW aufstellen, obwohl der Lutz und ich drin saßen. Ey, so ein Knaller dahinter, der hat das schon wieder gesoffen, oder? Ich Jetzt. weiß nicht. Ohne Blatt, dass ich daheim will, dass ich ihm was unterstellen will, aber der hat das schon wieder gesoffen gehabt. Das war. Ich weiß nicht. Ich hab's mir gedacht, hey, ich hab gemeint, ich zeichne gleich, aber. Weil die hätten wirklich am liebsten in der Schlung können. Ja, wir müssen gucken. Also, ich glaube, die brauchen alle mal eine Feuerwehrübung. Ja, gewusst, was ich da mal. Ja, hab mal gemerkt. Ich habe mit Lutz geredet und mit dem. Ja, mit dem Franz haben wir dann ein wenig gerätselt, was da los ist. Bei dir am Bulldog. Am Ja. Lastwagen. Ich hab's zum. Ich hab's zum Lutz hab ich's gesagt. Das hat er mir nicht wirklich geglaubt. Dann hab ich's ein wenig dargelegt und hab gesagt, so ungefähr wie's mein Arbeit macht, da hast du mein Dienst machen und alles. Hab ich gesagt, ich will jetzt halt nicht irgendwie ihr Arbeit machen oder was hab ich gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass der Reifen aufgeschnitten worden ist. Weil dass der angeschnitten worden ist, weißt du? Na, das ist einfach zu für Ding aus Fernasien oder so gewesen, keine Ahnung. Du Der hat nie Günther, so bei gut aller ausgeschaut. Liebe, ich glaube, dass der aufgeschnitten worden ist, weil der hat aufgeschnitten ausgeschaut, der Reifen. Okay. Der Schnitt, der war's gerot. Das, wenn er platzt, normalerweise, du weißt es selber, ich habe jahrelang in der LKW-Werkstatt gearbeitet. Ich sag, der war aufgeschnitten, aber da warten wir jetzt, was Okay. der Paulus erfindet und alles und dann schauen wir weiter, weil ich habe da blöden Verdacht, aber. Ja, hat der Paul den mitgenommen, oder? Ja, mir haben wir noch mitgezogen. Okay, gut zu wissen. Ich habe nur gesehen, dass er weg ist. Ja, mir haben wir noch mitgezogen. Wir haben es ohne Tour aufgemacht und haben gleich mitgezogen, nur. Dann auch gleich. Mit dem Also Feuerwehrauto haben wir noch mitgeschleppt. Also die steht drüben beim Paul. Gottfried, nur dass du Bescheid weißt, der Landhandel hat zwar offen, aber ich mache heute keine Lieferungen. Na, ich wenn was brauche, ich hole es Zeug selber, das habe ich da gesagt. Ich hole es Zeug. Ah, alles gut. Weil das ist. Oh, das ist echt ein Ding, hey. Das ist eine komische Geschichte jetzt gewesen, dass dir der Reifen auf einmal platzt. Mei, das kann passieren. Ja, aber den hast du erst gekriegt, meine ich, oder? Ja. Ja, stimmt. Ja, Na gut, da. Gottfried, dann hören Jetzt wir kriegt. uns später. Ja, genau. Wenn was ist oder was redest, ich will ich später noch mehr aufkommen. Ich brauche wir später noch mehr ein Sackgut holen, weil der Maiskindler, der René aus der Sommerscherze, das ist ja abartig. Kein Problem, bis später. Ja, okay, ciao. Ciao. So. Ich
weiß nicht, ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl jetzt. Ich habe ein ganz komisches Gefühl, Leute. Aber ich will nicht den Polizist sehr hart übernehmen. Ich will nicht den Polizist sagen, weil er zum Arbeiten hat. Das liegt mir fern. Also ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl bei der ganzen Sache. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja, das mit dem Karl damals, das ist. Der ist mir schon immer so wegen Spanisch vorgekommen. Ich würde sagen, dass der Karl war oder was, aber. Es ist schon wirklich. Jetzt hat her zum Stein auf. Es ist schon wirklich sehr komisch. Es ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da verhalten soll. Es ist. Ja, keine Ahnung, Leute. Aber wir sind jetzt und konzentrieren wir uns da aufs Sein, schauen wir auf, dass die Spur ist, richtig kloppen, weil sonst nehmen wir unser Gesetz wieder um. Aber das war ein wenig blöd. Und ja, ich habe jetzt eigentlich vergessen, dass ich einmal Harvard anschalten da. Es ist komisch. Ich glaube, ich schreibe mal Herrn Lutzer. Es ist komisch. Es ist wirklich, wirklich komisch. Ich verstehe es nicht. Wie kann der Reifen platzen? Geht eigentlich gar nicht. Gut, beim neuen Lastwagen. Ja? Ja, Lutz hier. Hallo, Lutz. Was gibt's denn? Es geht eigentlich nur darum, es geht zum einen um die, um das wegen dem Steilhangstück an der Wiese, ob es da was ja. Neues gibt. Und ich wollte mich bei Ihnen noch entschuldigen, falls es vorhin den Eindruck beim Unfall gemacht hat, dass ich, Ihre Arbeit versucht besser zu machen oder Ihnen mitteilen, so ungefähr mitteilen gewollt hätte, habe, dass Sie Ihre Arbeit nicht richtig machen. Das ist ganz im Gegenteil. Das war ja nur meine Meinung und Vermutung. Also ich will Ihnen nichts streitig machen oder ich will Ihnen auch nicht sagen, wie Sie Ihre Arbeit machen müssen. Ich nehme Ihnen Ihre Entschuldigung an, aber beim nächsten Mal unterlassen Sie das. Selbstverständlich, Herr Lutz, selbstverständlich. Für das andere Punkt, ich habe irgendwas im E-Mail-Postfach gesehen. Das soll irgendwas mittlerweile unten beim Verleihgebäude irgendwas stehen. Okay. Ich weiß nur nicht, was das ist. Okay. Und soll ich dann den Stallhang trotzdem die ganze Zeit mähen oder soll ich den dann nur zweimal im Jahr mähen? Wie gesagt, da habe ich noch eine Information. Okay. Ich weiß nur, dass irgendwas mit dem Stallhang irgendwas Gerät angeschafft worden ist. Mhm. Um die Sicherheit zu gewahren. Gewähren. Okay. Ja, da ich guck dann später mal, wenn ich mal Luft habe, wenn ich mal mit dem Mais dann fertig bin, beziehungsweise ich tue dann sowieso da unten in der Nähe noch Mais anbauen. Da gucke ich da mal drauf. Ja. Da gucke ich da mal hin und dann sehe ich ja, was da drunten steht. Und dann. Ja, das wollte ich eigentlich nur klären. Ich wollte wollt mich, wie gesagt, auch bei Ihnen entschuldigen dafür. Aber ich hatte das mitgenommen. Ich meine, Sie wissen, der Günther und ich, wir sind hier schon Ewigkeiten und wir halten halt zusammen, wenn irgendwas ist. Und mir kam die Sache halt spanisch vor, dass dieser Reifen
ziemlich geraden Schnittpunkt hat, wo er geplatzt ist, und das kam mir halt sehr spanisch vor. Aber haben Sie noch was? Nein, das wäre es dann eigentlich gewesen. Okay, Herr Schmied. Ich werde mich melden, wenn ich was Neues weiß. Danke, Herr Lutz, danke. Okay. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Ich sag's euch, Leute. Ich werde das blöde Gefühl nicht los, aber da könnt ihr auch mal eure Meinung mit reinschreiben, was ihr denkt. Es ist sehr komisch. Aber gut, mal ist. Es kann auch Zufall sein, es kann wirklich Zufall sein. Wie es der Lutz gesagt hat, es kann. Es ist möglich, aber irgendwie. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Aber gut, da müssen wir jetzt mal abwarten, müssen wir mal schauen. Da müssen wir wirklich gucken. Ich hätte echt vorher einmal halbseitig abschalten sollen, nicht auf. Naja. Ist wurscht, jetzt zählen wir mal das eine Filter so jetzt an und dann schauen wir mal mit den Fahrgassen, wie das läuft und alles. Jetzt sind's. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachrechnen, Leute. Und zwar so wie wir jetzt gesehen haben. Wir sind jetzt die dritte Runde außen rum. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 9 Meter. 9 Meter. Weil es sind ja eigentlich 3 Meter, aber der Räder hat 2,5 Meter, was ich sehr dämlich finde. Und ihr seht auch, das Ding steigt wie solche. Also da ist es klar, ist das Gewicht vorne auf jeden Fall zu leicht. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal nachrechnen. 3, 6, 9. Ich müsste da eigentlich auf 24 Meter kommen, wenn ich am Anfang einmal abgeschalten hätte, halbseitig. Das können wir höchstens in der nächsten Bahn mal testen, ob das funktioniert, ob das trotzdem geht. Oder wir sehen. Das machen wir jetzt auch mal. Wir schalten jetzt einmal. Einen Moment, jetzt gucken wir mal schnell, was der Zeller sagt mit der nächsten Spur. Okay, da können wir jetzt einmal halbseitig abschalten. Dann nehmen wir jetzt einmal eine halbe Seite beim Säen und dann gucken wir mal, wie das läuft. Und dann sehen wir, wie es ist. Ich sag's euch. Ich trau der Sache nicht. Ich trau der Sache ganz und gar nicht. Ich sag, die ganze Sache ist sabotiert worden. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist meine ehrliche Meinung dazu. Weil recht anders, da kann ich mir das nicht vorstellen, dass das so blöd läuft und das. Ich weiß nicht. Ja, der hat ewig lang den LKW auch nicht benutzt. Also das heißt, das hätte jeder machen können. Der, wo man bei ihm oben war. Aber ich will jetzt nicht spekulieren oder sowas. Es ist jetzt leider passiert. Mich nimmt es stark mit. Weil ich eigentlich das nicht so mag. Ihm was passiert, weil es halt wirklich ein guter Kollege schon mittlerweile geworden ist und ein guter Freund, weil wir doch schon so lange beide da sind. Ja, keine Ahnung. Dann müssen wir gucken. Da müssen wir jetzt dann schauen, was da rauskommt jetzt bei der ganzen Sache. Ich würde lachen, wenn ich recht behalte. Ich würde lachen. Wenn ich aber recht behalte, dann deutet alles auf Sabotage hin. Sehr komisch. Ich tue den Braten nicht ganz.
Ich trau der uns Geschichte nicht ganz. Suche über sie so. Jetzt machen wir mal halbseitig aus. Eine Spur weiter. Weil jetzt dann könnte man ungefähr auf 24 Meter kommen. Bloß das Lustige ist, wenn ich jetzt 10 mal außen rum fahre. Alter, ich glaube, der Dünger ist so schwer, hey. Falscher Gang. Ich glaube wirklich, der Dünger ist so verdammt schwer, hey. Erstens der Dünger verdammt schwer, zweitens ist Gewicht von mir zu klein. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es wirklich nicht. Warte mal, ich hatte doch hier halbseitig abgeschalten. Scheiße, hier hatte ich nicht halbseitig abgeschalten. Jetzt stimmt dann hier die Fahrgasse nicht. Das sehen wir damit so. So. Nee, das ist jetzt Bahn 5. Oder? 1, 2, 3. Ja, ist jetzt 5. Ist jetzt Bahn 5. Ich trau der Sache nicht, Leute. Ich trau dieser Sache wirklich nicht. Weil das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Man könnte jetzt auch sagen, ich bin natürlich zu misstrauisch und sowas, aber ganz ehrlich, Leute. Mir kommt die Sache spanisch vor. Aber das sehen wir dann, wenn es passt. Oder wenn es so. Das sehen wir ja jetzt, was rauskommt. Dann dürfen wir uns jetzt nicht weiter damit befassen, weil wenn ich mich da jetzt weiter damit befasst, dann glaube ich, drehe ich dann durch. Deswegen tun wir uns da mal nicht weiter befassen damit. Sonst glaube ich, kriege ich noch einen kompletten Herzkasper. Immer diese Arbeiter, geil. Ja, jetzt müssen wir. Jetzt haben wir, was weiß ich, keine Ahnung, 2-3 Hektar Mais zum Anbauen. Dann haben wir nochmal 3 Hektar Zuckerrüben ungefähr. Und dann müssen wir mal schauen, weil es. Ich muss mal reden. Ich muss. Ja, ich muss im Günther später noch. Gott, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich muss ihm noch die Kohle überweisen. Aber ich kann den Günther jetzt nicht die Kohle überweisen. Das packe ich jetzt gar nicht. Aber jetzt lass uns mal schauen. Wenn wir da hinten rausfahren, sind wir schneller oben. Sparen wir uns ein bisschen Zeit, hätte ich gesagt. Fahren wir oben raus. Große Gruppe reinschalten. Ja, mit dem Dünger, das Ding ist ewig schwer. Leute, ist. Ich werde das Gefühl nicht los. Was ist das? Also, das ist jetzt schon komisch. Da kommt einer. Da kommt anscheinend noch ein zweiter mit. Dann auf einmal werden sie abgeführt. Was ja bekannt ist. Was wir ja alle gesehen haben. Und nachdem sie weg sind, ein paar Tage später hat er. Leute, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, da stimmt was nicht. Aber ich weiß immer noch nicht was.
Ich kann's nicht sagen. Was ist das dabei da an der Kante hängt, Alter? Komm, was ist da los? Die kann doch gar nicht so schwer sein, die Sämaschine. Das gibt's ja gar nicht. Ey, so schwer kann doch keine Sämaschine sein für den Schlepper. Hier ist zu, wir müssen außen kommen. Dann sind wir trotzdem schnell, wie wenn wir jetzt erst bei uns unten rumgefahren werden und dann da rum und dann da rum und dann erst hoch. Also hat sich das auf jeden Fall, rentiert sich der Weg auf jeden Fall. Aber wir müssen da wirklich aufpassen. Wir müssen jetzt wirklich die Maschinen am besten immer zwei, dreimal kontrollieren, weil ich... Ach, der blöde Zaun da, ey. Nee. Ich habe einen Verdacht und ich denke, ich werde Herrn Lutz den Verdacht bei Zeiten mal mitteilen und ihm das sagen, weil das ist... Es ist mir zu... Ja, zu komisch. Ich glaube, da vorne sprach der Bus vom Günther. Eieieiei. Hinter, aber der weh. Ja, was? Ja, was ist denn los? Da. Ich warte eigentlich, bis der Günther wieder kommt, weil ich mir mal einen Krankenbesuch machen. Was schreibt er da? Ich hab gerade eine Nachricht aufs Handy gekriegt. Ich ja. Ihr wollt schöne Ballen im Sommer, hab super Angebote im Sommer für Stroh und Heu. Auch natürlich für Silageballen. Jetzt habe ich es nicht ganz gelesen. Ja, vor. Ballen der Vorführer von Kone exklusiv. Das dauert sich mal für Halbern vielleicht bei mir orientiert. Dann wollen wir mit dem Paul telefonieren, dann beim nächsten Mal. Ja. Das einmal beim Jahr. Halbern Brest, dann nochmal das nächste. Ein Sommer ist einmal. Dann brauche ich mal Rundbahn Brest nicht sofort, dann kann ich das nur verkaufen. Ja, ich brauche jetzt noch Mais-Sack und Zucker im Sack oder ich immer auf. Ja, ich muss dann auch mal meins nachholen. Jetzt glaube ich, kriegen wir ihn. Na, halt. Was denn der ist? Jetzt ist der Günther wieder da. Ja. Ja, ich hüpfe mal zum Günther rein. Günther, aber der. Mei, was ist denn da los? Ja, wer du, ist... ich brauch die nächste Lage. Ja, fast einfach nein, holst du es da. Ich mach heute nicht viel. Ja, nein, schon verständlich, ganz klar. Die Schmerzen am Bein. Ja, nur da langsam, gell, aber mit der Gucken. Günther, grüß dich. Franz, grüß dich. Und wie geht's unseren Unfall? Nun, warte mal, schauen wir uns jetzt mal auf. Sind wir mal so frei, weil nicht, dass der gut nicht aufschaut. waren's. So, also wir brauchen wieder Sarggut. Sarggut haben wir beim letzten Mal ja vorne ausgelaufen. Jetzt sind wir mal hinten der Planer aufzeigen. Der geht hydraulisch, der ist ein kleiner Zylinderkolben drauf, der weiß aufzeigt und zuzeigt.
So, jetzt fahren wir nochmal auf die Hoch drauf und dann schauen wir mal, was los ist. Hey. Wahrscheinlich haben wir wieder wahrscheinlich habe ich wieder um die 9,8 Donnerblast drauf. Ja. Schauen wir mal auf. 9,051. Passt, dann haben wir ab jetzt. Fahren wir wieder am Abgas, den wir wieder sehen. Aber meine Freunde, das war's von dieser Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare rein, schaut beim Topspin vorbei. Und was denkt ihr? Wer war? War es wirklich Sabotage? War es keine? Schreibt mir eure Meinung und eure Ideen in die Kommentare rein. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut's rein. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.